Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich möchte euch heute meine 100 liebsten Bücher vorstellen. Zumindest folgt heute der erste Teil davon. Es gibt also meinen ganz persönlichen Kanon. Unter einem Kanon versteht man ja üblicherweise die Gesamtheit der Werke, die als verbindliche Grundlage einer kulturellen Diskussion angesehen werden. Man soll also jene Werke lesen, weil diese sich in ästhetischer, also sprachlicher, aber auch thematischer Hinsicht als ausgezeichnet für eine große Menge an Lesern erwiesen haben. Und diese Werke reflektieren vielleicht auch politische, gesellschaftliche Themen auf eine ganz besondere, ausgezeichnete Weise. Und neue Leser können damit also gute Literatur für sich erschließen. Und es gibt natürlich relativ viele Listen, die genau das versuchen. Vielleicht gibt es einige Zuseher hier auf YouTube, die meinen Kanal seit einigen Monaten oder sogar schon Jahren kennen und regelmäßig die Videos anschauen und die interessiert sind an einer Zusammenfassung meiner 100 liebsten Bücher. Und das möchte ich heute eben abliefern. Dabei viel Spaß! Kurz aber noch ein paar Vorbemerkungen, bevor es losgehen kann. Mein Kanon enthält tatsächlich nur Werke, die ich wirklich komplett gelesen habe. Deswegen werde ich nichts zu Shakespeare sagen können. Ich werde keine Werke von James Joyce oder von Proust auf meiner Liste haben. Außerdem sind die Werke wirklich einzig und allein nach meiner persönlichen Präferenz geordnet. Das bedeutet, dass auch manche Gegenwartsromane, die ihr vielleicht nicht mal mit der Kneifzange anfassen würdet, eventuell vor sehr bekannten Klassikern stehen. Das ist dann einfach so, weil mir diese Gegenwartsromane oder andere Werke, die ihr nicht gut findet, etwas gegeben haben, mehr gegeben haben. Üblicherweise begründe ich meine Meinungen zu den Büchern in fast allen Videos sehr ausführlich. Heute tue ich das allerdings überhaupt nicht. Ja, manche dieser kanonischen Listen sind chronologisch geordnet, was auch einige Vorteile mit sich bringt. Dieses Video ist allerdings einfach nur nach der Wertigkeit, nach meiner Punktebewertung sozusagen geordnet. Das heißt, wir beginnen bei Platz 100, bei dem sozusagen schlechtesten Werk der sehr guten Bücher und wir arbeiten uns dann allmählich zu Platz 1 vor. Viel Spaß! Platz 100, Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Die Jahre von Annie Ernaux. Naokos Lächeln von Haruki Murakami. Vom Ende einer Geschichte von Julian Barnes. Gehen, ging, gegangen von Jenny Erpenbeck. Das Herz der Finsternis von Joseph Conrad. Und Schande von J.M. Coetzee. Auferstehung von Leo Tolstoi. Mephisto von Klaus Mann. Der Klang der Zeit von Richard Powers. Warten auf Godot von Samuel Beckett. Das steinerne Herz von Arno Schmidt. Lempi von Mina Ruotsalo. Der menschliche Makel von Philip Roth. Der Dieb von Fuminori Nakamura. Maria Stuart von Friedrich Schiller. Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun. Mein Herz so weiß von Javier Marias. Kleiner Mann, was nun von Hans Fallada. Die weite Sargassosee von Jean Rhys. Jane Eyre von Charlotte Bronte. Romulus der Große von Friedrich Dürrenmatt. Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Till von Daniel Kehlmann. Nook von Niviaq Corneliussen. Just Kids von Patti Smith. Die Frau in den Dünen von Kobo Abe. Middlesex von Geoffrey Eugenides. Unterleuten von Julie C. Vater Goriot von Honoré de Balzac. Das Urteil von Franz Kafka. Und Keiner weint mir nach von Sigi Sommer. Das Hotel New Hampshire von John Irving. Eine persönliche Erfahrung von Kensaburo Oe. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Augustus von John Williams. Der Gehilfe von Robert Walser. Professor Unrat von Heinrich Mann. Momo von Michael Ende. Die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek. Die Asche meiner Mutter von Frank McCourt. Mysterien von Knut Hamsun. Blauer Hibiskus von Chimamanda Ngozi Adichie. Das Leben eines anderen von Keiichiro Hirano. Himmel, der nirgendwo endet von Marlene Haushofer.
Bodentiefe Fenster von Anke Stelling. Der Prozess von Franz Kafka. Tschernobyl von Svetlana Alexejewitsch. Die Korrekturen von Jonathan Franzen. The Catcher in the Rye von J.D. Salinger. Platz 50 aus guter Familie von Gabriele Reuter. Das war also der erste Teil der Zusammenstellung meiner 100 wichtigsten Werke. Und ich hoffe, ihr freut euch natürlich auf den zweiten Teil, wenn wir uns dann allmählich der Top 20, Top 10 und Top 3 nähern. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, macht's gut und lest natürlich fleißig an diesen großartigen Werken und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr einverstanden seid oder nicht. Bis dann!